Abbildung 4.4. Wir haben hier auf der horizontalen Achse das gesamte Arbeitsangebot L abgetragen. Und eine Besonderheit von dieser Grafik ist eben, dass wir ausgehend von der linken Seite den Wert des Grenzprodukts der Arbeit im Industriesektor zeigen. Und der ergibt sich, wie wir es eben gesagt haben, aus der Multiplikation der Grenzproduktkurve aus Abbildung 4.2 mit dem jeweiligen Preis im Industriesektor. Also Grenzprodukt mal Preis ist dann Wert, Grenzprodukt. Das ist dann die Nachfragekurve nach Arbeit im Industriesektor. Okay, das gilt hier für diese Richtung. Und das Gleiche können wir dann auf der anderen Seite machen. Also quasi gespiegelt nach links, ausgehend von der rechten Seite, also nach links schauend, haben wir dann das Gleiche für die gleiche Nachfragekurve für Arbeit im Lebensmittelsektor. Und da ist es halt das Grenzprodukt der Arbeit im Lebensmittelsektor mal den Preis im Lebensmittelsektor. Dann haben wir eben diese Nachfragekurve. Und das kann man eben ganz schön spiegeln, weil wir wissen, dass das gesamte Arbeitsangebot eben beschränkt ist auf die komplette Breite hier dieser Grafik. Und wie Sie sich leicht denken können, in Punkt 1 haben wir eben, finden wir den Lohnsatz und die Arbeitsallokation beider Sektoren im Gleichgewicht. Ne? Da, wo die beiden sich schneiden, haben also die genaue Allokation, die genaue Aufteilung zwischen, von Arbeit zwischen den beiden Sektoren. Und wenn wir eben hier nach links gehen auf die vertikale Achse, können wir da den gleichgewichtigen Lohnsatz ablesen, der natürlich für beide Sektoren im Gleichgewicht gleich ist. Ne? Sonst würde es sich ja lohnen, in einen anderen Sektor abzuwandern. Zur Wiederholung, bei einem Lohnsatz von W1 ist die Summe der vom Industrie- und Lebensmittelsektor nachgefragten Arbeit L1M und L1F gleich dem Gesamtarbeitsangebot der Arbeit Groß L.